Damit herzlich willkommen zu meinem Kanal, einfach Janosch. Und heute geht's um die neue Perspektive. Viel Spaß! Ja Freunde, wie ihr seht, ich habe eine neue Perspektive bzw. ein neues Gaming-Setup sozusagen. Ich habe ein bisschen was umgestellt, mir neue Sachen geholt, ich habe mir auch einen neuen Schreibtisch geholt. Und dazu passend habe ich mir auch ein neues Regal geholt, was ich schon lange wollte. Ich weiß, vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil man kennt das alte und das war schon irgendwie legendär. Das hatte ich auch lange. Aber es gibt Veränderungen und aktuell sieht es mal so aus. Ich wollte mal unbedingt ein Video dazu machen, bevor ich ein Gaming-Video hochlade mit einem neuen Hintergrund und man sich so denkt, hey, was ist denn jetzt los? Wollte ich einfach mal dieses Video hier machen. Natürlich, der Hintergrund ist noch nicht komplett fertig. Da kommt auch noch irgendwas hin, also da kommt wahrscheinlich nochmals das von den Lochis, dieses Schild da mit der Tour. Oben drauf werde ich wahrscheinlich das Ghetto My Level Logo hinmachen, damit wir noch ein bisschen RGB dann haben dadurch. Dann werde ich vielleicht hier beim Regal auch noch RGB rumklatschen irgendwie. Oder ich werde mal schauen, wie ich das genau umsetze. Wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß natürlich auch, es ist alles ein bisschen jetzt nah im Hintergrund, aber ich habe hier leider nicht so viel Platz, um hier alles 2 Meter wegzustellen, deswegen müssen wir jetzt damit leben. Auch die Gaming-Perspektive, also die Cam ist eigentlich relativ ähnlich zu vorher. Nicht so, vielleicht ein bisschen näher oder ein bisschen näher an mir. Ich muss ein bisschen das T-Shirt hochziehen, damit ihr nicht meine ganzen sexy Brusthaare seht. Nein, auf Schatzverseite. Wie gesagt, das ist eigentlich relativ auch identisch zum alten. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne mal eine Gaming-Roomtour machen oder eine komplette Roomtour. Aber aktuell ist es ein bisschen schwierig, weil ich da noch viel aufräumen muss. Und es kommt auch noch, eventuell muss ich da mal schauen, eine neue Testumgebung, also wo ich Sachen teste dann. Und zwar habe ich den alten Schreibtisch noch, den ihr kennt aus den Videos, aus den Testvideos und so, Gönnergy und so. Und den habe ich jetzt hier von mir aus links. Von euch heißt es ist das glaube ich rechts, keine Ahnung. Und der ist zwar komplett jetzt aktuell noch überstellt, deswegen kann ich den nicht zeigen. Aber den werde ich vielleicht nutzen, um die Sachen zu testen, solche Sachen oder Unboxings oder so. Und mit dem werdet ihr dann auch die Gaming-Perspektive von der Seite sehen. Und dann habe ich sicher auch einen coolen Hintergrund für solche Sachen. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ich bin schon happy. Es ist nicht ganz legendär, vielleicht noch nicht. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich hier hinten alles hin habe. Wie ihr seht, ich habe hier oben ein paar Souvenirsachen. Hier von Wien, wo ich jetzt vor kurzem war. Hier von Köln, wo ich letztes Jahr war. Das war schon fast 2 Jahre her. Hier habe ich auch etwas von Wien, so einen Flaschenöffner. Das ist das Maskottchen der EM in Deutschland. Hier eine Tasse von Dresden. Hier haben wir ein paar dadurch Dortmund-Sachen. Den Ball, das Sondertrikot von der Saison. Hier haben wir die Gönnergys. Da werden auch noch die 2 neuen dann hingestellt, wenn ich die getestet habe. Ich muss ein bisschen schauen. Dann hier haben wir auch noch ein paar so Dortmund-Sachen. Dann hier unten, das sieht man jetzt nicht, habe ich ein paar AC/DC-Sachen als Erinnerung. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie zeigen kann, ohne dass mein Mikrofon reißt. Ah nein, geht auch nicht. Und wie gesagt, hier wird auch noch was hingestellt hier unten. Und dann vielleicht hier noch irgendwas. Hier steht zwar nur so ein Maskottchen drin. Oder nicht ein Maskottchen, aber man kennt es auch vom Hintergrund ab ein bisschen. Und da werde ich auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwas noch Legendäres hinbekommen. Ich kann gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht werde ich auch nochmals ein bisschen umstellen und den Schreibtisch vielleicht diesen hier dann doch dahin stellen und dann vielleicht ein bisschen die Weite nach hinten ein bisschen besser. Aber da muss ich noch schauen, wie ich das dann auch wieder umsetze. Aber ich denke, so ist es schon mal okay. Und ich hoffe auf eine gute neue Zeit. Und ich meine, Veränderung gehört auch dazu. Und sobald ich dann irgendwann mal vielleicht rein wohne, kann ich dann auch mal einen ganzen Gaming-Room basteln, das ist auch mein Ziel. Oder was heißt basteln? Einfach einen kompletten Gaming-Room irgendwie herstellen. Mit Sachen auch im Hintergrund. Dann werde ich vielleicht so 3 von diesen Regalen haben. Und dann werde ich die vollstellen und keine Ahnung was, wie auch immer. Auf jeden Fall,
Auf jeden Fall ist das cool so und ich werde das jetzt erstmal so behalten. Gern Meinung in die Kommentare schreiben und eventuell auch Ideenvorschläge sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und oder was ihr im Hintergrund sehen wollt, so ein bisschen. Ich habe da oben dann auch irgendwo, wie soll ich das schon sagen, so Pop-up-Figur, da wird auch noch ein Video kommen, die Tage. Die werden dann auch noch hier irgendwo im Hintergrund stehen, vielleicht oben bleiben oder vielleicht auch hier, mal schauen. Das ist sogar schon das oberste Regal, was ihr hier seht. Oben ist dann nur noch sozusagen der Deckel oder das halt das Oberding. Da stehen halt jetzt auch ein paar Sachen drauf. Aber grundsätzlich wird das, glaube ich, erstmal so bleiben und mal schauen, wie das auch ist, so zu zocken, weil der Monitor ist jetzt sehr nah an meinem Gesicht aktuell. Und da weiß ich auch noch nicht so ganz, ob ich das so lasse oder ob ich den doch nach oben stelle. Aber dann ist es fast wieder zu weit entfernt. Und für die Cam ist es auch nicht so ideal. Aber wie gesagt, da müssen wir halt ein bisschen schauen und tüfteln. Oder ich muss das tun. Aber ich denke schon, dass wir da eventuell eine super Lösung finden werden für die Zukunft. Und ich hoffe auch auf jeden Fall, ihr werdet in der Zukunft auch weiterhin dabei sein. Jetzt kam ja die letzten Tage fast jeden Tag ein Video. Eigentlich jeden Tag, außer einen Tag, wo ich den Vlog nicht online hatte. Es geht jetzt den nächsten Tag wahrscheinlich so ein bisschen weiter, weil ich habe sehr viele Ideen im Kopf. Dann kommt ja noch Gaming und das, also der Kanal wird wieder mit Content gefüllt. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch gefallen auch die Videos und jetzt die letzten 6 Vlog-Teile, die ich gemacht habe. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall auch dann das legendäre Outro einleiten. Und dann würde ich auch sagen, ich hoffe, das ist wie ich würde mich über Kritik freuen. Und ciao, euer einfach Janosch. Ciao.